Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin in Schondorf am Ammersee unterwegs und zwar hier auf dem Skulpturenweg. Da hinten steht eine Spiegelskulptur und die versuche ich jetzt einfach mal zu fotografieren. Und seid dabei und schaut euch an, welche Einstellungen ich da verwende, wie ich das Ganze angehe. Die steht leider im Schatten, aber das macht nichts, da werde ich halt einfach die ISO hochdrehen oder einfach mal schauen, wie ich das interessant da fotografieren kann. Ich zeige es euch mal, wie die aussieht. Spiegel sind ja an und für sich echt cool zum Fotografieren oder mit Spiegel. Die müssten allerdings sauber sein und das sind sie leider nicht. Aber mei, ich versuche es jetzt wieder ein bisschen anders zu machen, wie man es wohl erwarten würde. Standardmäßig würde ich mit dem Telefon oder mit dem Fotoapparat einfach da drauf fotografieren. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil das ist ja auch irgendwie ja, nichts aussagend oder beziehungsweise nicht interessant. Die Spiegel und diese Kanten eignen sich vielleicht was Abstraktes zu fotografieren. Und das im Wald. Also weitwinklig, schätze ich, würde ich es angehen. Gehen wir es an. Los. Das Standardfoto würde ja ungefähr so aussehen. So wird es auch jeder machen, schätze ich mal, der hier vorbeikommt. Stellt es hier davor. Ich werde jetzt mal hier irgendwas auf 24 mm circa und bam, draufhauen. Ist aber jetzt auch gar nicht so hässlich. Das wäre jetzt so das Standardfoto. Ist ja schon mal gut und was ich total cool finde, ist, dass die Winkel der Spiegel so verstellt sind, dass man sich da drin, glaube ich zumindest, nicht selbst spiegelt beim Foto machen. Die Skulptur gibt noch viel, viel mehr her und mein Anspruch ist es, hier irgendwas Abstraktes zu fotografieren. Und wie so oft, wenn ich an so einen Spot komme, da gibt es kein Rezept oder keine Lösung. Das ist einfach bei mir zumindest ein Rumprobieren, bis ich einen schönen Winkel irgendwie gefunden habe. Und so geht es jetzt für mich hier los. Ich probiere jetzt hier einfach mal eine tolle Perspektive zu finden. Wow, also ist schon mal ganz gut, wenn ich hier von unten nach oben fotografiere. Das ist ja total verwirrend eigentlich, das Bild. Auf einer 9er Blende. Crazy irgendwie. Boah, mit den Spiegeln, das ist ja echt fantastisch. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Von unten nach oben. Man blickt eigentlich gar nicht, was man hier sieht. Das kann es aber auch interessant machen. Und hier geht es einfach nur darum, die richtige Oberfläche und den richtigen Winkel zu finden. Also für mich jetzt zumindest. Und das stellt sich gar nicht so einfach erstmal dar. Schwierig, schwierig. Vielleicht nehme ich mir einfach mal das Loch da unten vor. Bei so einer abstrakten Fotografie gibt es wirklich für mich kein richtig oder falsch. Also deswegen werde ich jetzt auf 16 mm hier fotografieren. Das Klappdisplay kommt mir jetzt hier auch zugute. Und ich versuche einfach ganz, ganz komische, verwirrende Perspektiven einfach zu finden. Dass man eigentlich überhaupt immer weiß, wo man hier ist, was das sein soll. Und hier bieten sich natürlich hier auch diese Ecken an und diese Spiegelflächen. Oh, ich habe hier sogar einen Sonnenstern. Bam, cool. Schade, dass die nicht so richtig sauber sind. Ah, von meinem Döner hier noch Servietten. Ah, bringt auch nichts. Also wenn ihr zum Skulpturenweg kommt, um Fotos zu machen, bringt Glasreiniger mit. Ah, das verschlimmert es ja nur noch. Ja, im Hochkantformat vielleicht, tatsächlich. Könnte ich hier einen schönen Sonnenstern aufnehmen und die Bäume hier einfach mal gut in Szene setzen. So, jetzt habe ich den Spiegel da ein kleines bisschen geputzt. Auch von hier, zack, in diese Ecke rein.
Kann man die hier bewegen? Oh. Oh, die Skulptur kann man sogar ein kleines bisschen bewegen. Okay. Upsa. Nein, bei dem Foto habe ich jetzt die Raute zumindest irgendwie mittig reingenommen ins Bild. Ha. Leute, es ist echt nicht einfach, hier irgendeine schöne Perspektive zu finden. Aber gut, einfach kann ja jeder, ne? Keine Chance. Was ist mit dem Loch hier? Kein Sonnenstern, nix. Nada, doch hier. Also die ganzen Fotos habe ich auf einer sehr hohen Blendenzahl gemacht, weil ich einfach die Sonnensterne irgendwie mit einfangen wollte. So, jetzt habe ich mich hier lang genug gespielt. Die Bilder habt ihr gesehen. Mal schauen, was dieser Skulpturenweg noch so hergibt. Ich laufe jetzt mal hier die Richtung südlich, runterwärts am Ammersee. Mal gucken, was noch kommt. So, kann man sagen, was man will, aber diese Skulptur oder dieses Boot, was sie hier aufgehängt haben zwischen den Bäumen über dem See, ist schon mal echt ein Hingucker. Ich kann dieses Boot, wenn ich es von etwas weiter unten fotografiere, vom Hintergrund freistellen. Also ich möchte jetzt nicht haben, dass ich auf derselben Höhe fotografiere, dass es da hinten im Ufer irgendwie verschwindet. Entweder sollte es im See zu sehen sein, aber da müsste ich 3,50 Meter groß sein, das bin ich leider nicht. So werde ich von unten hochwärts fotografieren, um das Boot im Himmel freizustellen. Und da die Sonne so richtig knallt, werde ich das jetzt auch wieder mit so Blendsternen machen. Und da gibt es einfach einen Trick, den kann ich euch zeigen, wie man Blendsterne gut aufnehmen kann. Ich filme das vielleicht mal für euch und dann könnt ihr sehen, was ich meine. Ich stelle mal hier kurz auf Videomodus irgendwie um. Jetzt passt mal auf. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter runter gehen. Ich drücke mal. So, das nehme ich jetzt mal auf. Ihr seht jetzt hier auf einer 18er Blende bin ich gerade. Und geht jetzt mal nach unten. Ha, da muss ich ja noch tiefer gehen. Wow. Hier. So kann man das gut sehen. Seht ihr, so würde nichts passieren. Wenn ich mich ein bisschen nach oben bewege, sieht man diese schönen Blendsterne. Seht ihr? Und so werde ich das Boot auch fotografieren von etwas weiter unten. Ich probiere es mal im Hochformat, mal quer. Dann ist es wieder ein cooles Motiv, oder? So. Ja, das könnte doch ganz nice hier sein von unten. Cool, dieser Ast hier gefällt mir gerade nicht. Den muss ich mal hier zur Seite biegen. So. Bei der Aktion achte ich jetzt halt drauf, dass mein Ufer schön in der Waage ist, alles schön horizontal ist. Ja, und baller jetzt hier einfach mal mit einer 18er Blende drauf. ISO 100, 1/100 Belichtungszeit. Ich nehme den Autofokus, der fokussiert das Bötchen recht schön an. Ich probiere es jetzt auch mal, dass ich noch tiefer gehe, um die Sonne mal über dem Boot erscheinen zu lassen. Nee, es geht nicht, dann muss ich höher gehen. Geht auch nicht. Okay, ich habe hier nur die Chance, den Sonnenstern unten an der Bootskante aufzunehmen. Und das ist aber echt ein tolles Motiv, das gefällt mir sogar.
könnte hier im Frühjahr sogar noch schöner sein, wenn hier alles grün ist. Auch klasse im Hochformat, auch echt klasse. Ach, ich liebe ja hier dieses Klappdisplay, muss ich ehrlich sagen. Voll gegen die Sonne. Auf und hier unten. Also abstrakter geht's ja kaum. Ha. Aber einen Versuch mache ich jetzt doch noch. Ich möchte das Boot jetzt doch mal versuchen, irgendwie auf die Wasserkante runterzubringen. Und eine Leiter habe ich leider nicht dabei. Vielleicht kann ich das von hier aus ja machen. Aua. Okay. Ach du Scheiße, es ist wackelig hier alles. Ah. Okay, ich glaube, es bringt mir so echt wenig. Ah. So, und bevor es mich jetzt hier komplett zerlegt, packe ich jetzt mal zusammen, weil ich muss meine Akkus aufladen und fahre zu einem Videojob. Aber ich danke euch fürs Dabeisein, für die Begleitung hier bei diesem kurzen Spontantrip im Wald. Und jetzt sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee, hier vom Skulpturenweg in Schondorf. Hier gibt es bestimmt noch mehr Skulpturen, aber ihr habt keine Zeit mehr. Mist. Oh.